Freunde, einige Gedanken zu Parashat Ketissa. In unserer Parasha begeht ein Großteil des jüdischen Volkes die Sünde des goldenen Kalbes, außer dem gesamten Stamm der Leviim. Und wenn ich sage gesamt, dann meine ich das auch. Unsere Weisen sagen, niemand von den Leviim hat mitgemacht, sondern sie waren auf der Seite von Moschee und haben gesagt, wir wollen keinen neuen Anführer wie das goldene Kalb. Wir warten, bis Moschee zurückkommt. Interessant ist aber, dass unter den Leviim bei uns ein später bekannter Levi auch da, Korach. Korach, der Erzfeind von Moschee Rabbeinu, der Konkurrent, der Moschee von seinem Posten weghaben wollte, in diesem Fall ist er auf der Seite von Moschee. Warum? Das war doch ein gegebener Moment für Korach, die Revolution gegen Moschee anzuzetteln, der nicht da ist, der nicht kommt, was er versprochen hat. Eine mögliche Antwort ist aber, dass auch Korach seine Werte hatte. Korach wusste, dass Götzendienst ist ein No-Go. Ja, es stimmt, er hätte persönliche Vorteile davon ziehen können, hätte Moshe Rabbeinu in die Enge drängen können. Aber wenn es darum geht, etwas Falsches zu tun und dann die Situation auszunutzen gegen Moshe Rabbeinu, das wollte Korach nicht. So weit, dass man Götzendienst tut, nur um Moshe loszuwerden, so weit wollte er nicht gehen. Im Gegenteil, in diesem Fall, wenn es um Gott ging, hat sich Korach mit Moshe verbunden und blieb ihm treu. Wir lernen daraus eine wichtige Sache. Es gibt Situationen, wo Menschen in diversen Lebenssituationen in einen Disput kommen, nicht miteinander einverstanden sind und eigentlich getrennte Wege gehen. Aber irgendwann werden sie vor die Entscheidung gestellt, etwas zusammenzumachen. Ein Projekt oder etwas, wo sie gemeinsam sein sollen, obwohl sie einander eigentlich aus dem Weg gehen. Lehrt uns die Torah, wenn dieses Gemeinsamsein eine gottgefällige Handlung ist, eine Mitzwa, etwas Gutes ist, sollte der Mensch seinen persönlichen Bedürfnissen nachgeben, so wie Korach, und sagen, obwohl ich Moschee nicht als Anführer akzeptiere, aber es geht jedoch letztendlich um für Gott zu handeln, dann sollte man sich sogar mit den Menschen verbinden, wo man vielleicht in anderen Bereichen sich eher von ihnen fernhält. Shabbat Shalom.